So, aber jetzt mal ein ganz anderes Thema. Natururin ist bestimmt nicht mehr da. Da können wir jetzt ein bisschen lästern. Das muss ich kurz mal markieren. Um zu sehen, ob er noch da ist. Ah, ich bin so blöd. Wie mache ich das jetzt hier wieder? Ed. Ah, Natururin ist wahrscheinlich doch noch da. Das heißt, wir müssen das Lästern verschieben. Nein, Natururin hat mich heute was gefragt in der privaten Nachricht. Dann habe ich ihn was zurückgefragt. Und dann hat er mir einen Kanal genannt, was mein Interesse geweckt hat. Weil er hat zwei Kanäle genannt. Einen habe ich gekannt, einen habe ich nicht gekannt. Jetzt habe ich den Kanal, den ich nicht gekannt habe, habe ich mal eingegeben und habe mal geschaut. Unknown Worlds. Kennt ihr Unknown Worlds? Ja? Unbekannte Welten. Ich muss ehrlich sagen, Naturin, ich liebe dich, ja, über alles. Ich kann mit Unknown Worlds aber jetzt nicht so viel anfangen. Der hat viele Aufrufe hier, sonst was. Der soll sein Zeug machen, hin und her. Ich hoffe trotzdem nicht, dass du irgendwann dann einfach nur er bist und wirst. Gerade so mit den Titeln, wenn ich das sehe. Also es ist ja einfach. Alles ist Geisterwald oder Horrorwald oder Horrorhaus oder Geisterhaus oder Massengrab oder Geisterjagd oder. Ja, es ist ja schön und gut. Aber ich habe das dann geguckt und ich konnte den Hype oder das Ganze drumherum nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, okay, 12 Stunden Overnighter im Geisterwald Livestream. Krass, da muss wohl also einer hier losziehen und live mit dem Handy einen Stream übertragen, wie er halt hier in diesem Geisterwald rumhaust und alles richtig abgeht und fett und brutal. Und dann habe ich so mal ein bisschen geguckt. Du siehst halt am Anfang, wie derjenige sein Zelt aufstellt. So nach kurzer Zeit ist er dann also in seinem Zelt, ne? Dann redet er ein bisschen mit dem Chat, dass er in seinem Zelt ist. Und ab, wo ist es? Ab hier, ab der Hälfte des Videos sozusagen, hat er dann geschlafen. Dann hat er geschlafen im Livestream, weil er übernachtet ja dort. Er übernachtet dort in diesem Geisterwald, dieser brutale. Er hat hier also geschlafen. Ich habe dann immer mal vorgespult, hab dann weiter vorgespult, hab dann vorgespult. Dann siehst du schon, es wird schon langsam wieder hell. Dann wurde es noch heller, er hat sich noch ein paar Mal rumgedreht, hat aber weiter geschlafen, hat geschlafen, hat geschlafen, hin und her. Der Chat zwischendurch immer so, hey, der schläft ja immer noch und hey, krass, hier, na, hier eine Spende für dich, guten Morgen, Adi Schatz, hin und her, bam. Und dann war der Stream halt aus und das war's und ich habe gedacht, toll. Er hat ja selbst auch drunter geschrieben dann, hey Leute, das Video bzw. Stream geht eigentlich 15 Stunden. Ich habe keine Ahnung, warum YouTube hier nur 12 Stunden zeigt. Ich hoffe, das Problem löst sich in den nächsten Tagen. Jetzt hatten wir ja auch schon mal das Problem, wir wollten 12 Stunden streamen, 6 Stunden Turbos und 6 Stunden Selfe. Und es hieß dann so, ich muss aufpassen, dass ich nicht über 12 Stunden komme, weil wenn ein Stream länger als 12 Stunden geht, dann wird er auf YouTube nicht hochgeladen, beziehungsweise YouTube schafft es nur sozusagen 12 Stunden hochzuladen. Wusste er nicht. Das heißt, er hat natürlich jetzt abends ein bisschen rumgesessen, hat ein paar Geschichten erzählt in seinem Zelt, hat sich dann hingelegt, hat geschlafen und hat halt in diesem Wald übernachtet. Und die ganze Zeit war die Kamera auf ihn gerichtet und du konntest die ganze Nacht ihn beobachten, wie er schläft. Es ist also eigentlich nicht so viel passiert. Und ich habe dann immer so auf den Moment gewartet, dass er frühs aufwacht, dass er frühs aufsteht und dass er dann frühs sagt: So Leute, ich hab's überlebt. Ich bin Gesto. Ihr seid die Zuschauer. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Aber wenn du das ja so nachträglich guckst, wirkt das halt einfach total blöd. So. Du siehst, da hat er die Hälfte des Videos liegt er nur da und das war's. Und dann ist das Video einfach aus und er steht nicht mehr auf und ist halt so gewesen, ne? Habe ich gedacht, ach egal, komm, du gibst dem Ganzen noch eine Chance, weil du hast ja noch. Du hast ja noch Overnighter, 12 Stunden Overnighter. Stream im Horrorwald. Diesmal ist es nicht der Geisterwald, dieses Mal ist es der Horrorwald. Wir gehen auf Geisterjagd. Alles klar, in meinem Brain spinne ich mir jetzt zusammen. Das ist ja diesmal ganz anders, weil er geht ja jetzt raus
Und er läuft nachts durch diesen Wald und jagt also Geister und macht da so ein richtiges Hunting und eine Suche und alles andere. Jetzt fängt das Video natürlich wieder so an, dass er im Prinzip hier sein Zelt aufbaut. Dann ist er halt sozusagen in seinem Zelt, isst was, beantwortet dann halt ein paar Fragen aus dem Chat. Und pass auf. Und dann hier, das ist so, es ist noch nicht mal die Hälfte vom Video, aber ab hier liegt er halt dann dort und schläft. Und dann schläft er halt. Und er schläft und rollt sich hin und her und schläft weiter, man sieht ihn kaum. Und irgendwann ist es dann halt früh und dann ist es hell. Und es ist weiterhin hell und es ist immer noch früh und er wälzt sich weiter rum und alles und so. Und dann der Chat wieder die ganze Zeit, ah, er schläft noch, alles klar, yo, hab ich was verpasst? Nee, alles ist cool. Ah, so, hier, war wieder super, weiter so, zack. Und dann ist es halt wieder aus und du siehst auch nicht den Moment, wo er dann aufsteht und noch ein abschließendes Wort sagt oder wie die Nacht so war oder alles. Weil es läuft ja immer nur 12 Stunden auf YouTube. Und dann ist es ja wieder vorbei und ich habe gesagt, nein. Das ist ja im Prinzip, das ist ja nicht der Horrorwald, das ist bestimmt der Geisterwald nochmal. Und da habe ich gedacht, ach komm, vergiss es, es kann ja so sein, gönn dir mal was ganz anderes. Weil hier hast du ja 12 Stunden Overnighter-Stream im Horror Lost Place. Und das muss ja jetzt richtig sein, weil du hast ja da richtig was zu zeigen. Du bist ja jetzt in einem Lost Place, ja. Und in diesem Lost Place, da geht es ja bestimmt richtig ab. So, das Video, es ist sogar ziemlich zum Anfang noch. Dann sitzt er schon in seinem Zelt. Dann geht er nochmal kurz raus, dann hat er nochmal kurz was von der Umgebung gezeigt, dann ist er wieder in seinem Zelt sozusagen und beantwortet halt Zuschauerfragen. Ich komm nicht mehr klar. Und dann ungefähr ab der Hälfte... Ab der Hälfte des Videos liegt er dann in seinem Schlafsack und schläft und es läuft halt die ganze Nacht weiter durch und die Leute sind im Chat und chillen heftig und ey, yo, was geht ab? Guck mal, da liegt einer und schläft und so und dann wird es ja eigentlich wieder hell, aber du siehst nicht, dass es hell wird. Es ist ja in einem Gebäude drin, in einem Lost Place, also kommt das Tageslicht ja nicht rein und dann schläft er halt. Er schläft immer noch und dann ist es schon wieder hell und dann irgendwann ist er wacht bestimmt irgendwann mal auf, aber siehst du ja nicht. Du siehst ja nicht, wann er aufwacht. Es ist dann einfach, er liegt halt da, die Hälfte des Videos und dann ist das Video zu Ende und das war's. Oh mein Gott, und hier hat einer 100 Euro gespendet. Achtung, neben dir, schreit. Er merkt das ja nicht, er schläft ja. Achtung, neben dir. Hier, 100 Euro. Nehmt euch einen Schlafsack, ich sag's euch. Legt euch irgendwo hin und schlaft einfach. Ich fand das so... Ich kenne die anderen Sachen ja nicht, ja. Ich weiß ja nicht, wie das sonst ist, wie die Videos sind. Ich habe ja das auch nicht ganz gesehen. Sicherlich, wenn er da abends da rumsitzt und die Leute fragen ihn und er erzählt jetzt Geschichten und irgendwas und bäm und sonst was. Das ist bestimmt auch interessant und die Leute mögen den und sind gerne da dabei, aber... Jetzt habe ich im Prinzip genau dreimal dasselbe gesehen und habe gedacht, ich raff gar nichts mehr. Das ist YouTube, es wird nicht mehr gestreamt von zu Hause mit irgendwelchen Sachen und in der Aktion, sondern du gehst irgendwo hin mit deinem Zelt, es ist eigentlich egal wo, weil du liegst ja in deinem Zelt, in deinem Schlafsack, schläfst und der Rest geht von alleine. Der Rest geht von alleine, einfach so. Ich wollte jetzt gar nichts dazu sagen erst, weil ich dachte, ja, das klingt voll gehässig oder so, oder ich tue dem da Unrecht mit, aber irgendwie fand ich das gerade so lustig und ich hatte den Tab immer noch auf, dass ich auch natürlich den Kanal jetzt mal hier reinposten möchte und verlinken möchte, dass ihr das seht, wie das hier alles, ne? Das ist halt Unknown Worlds im Geisterwald oder im Horrorwald oder im... Ja, was gibt's denn noch? Im Schreckenswald, das wäre auch ein guter Titel auf jeden Fall, ist alles richtig brutal. Blutige Hand am Türrahmen. Ich komme an meine Grenzen. Die verlassene Horroranstalt.
Ich habe die Tür gefunden. Die Tüte. Ich habe die Tüte gefunden. Genau, alles klar. Ihr könnt euch ja mal ein bisschen da umschauen. Vielleicht habt ihr ja bis nächste Woche, sagt ihr, der Kanal ist eigentlich richtig fett. Wir haben da Videos gesehen, die sind richtig krass. Guckt ihr mal das und das an, dann können wir da gerne nächste Woche nochmal zusammen reingucken. Aber jetzt habe ich erstmal so gedacht, ich raff gar nichts. Das war eigentlich das, was bei mir hängen geblieben ist, dass ich nichts raff.